Hallo zusammen, mein Name ist Helene Kollross. Heilen mit allen Sinnen, das möchte ich heute ermöglichen zu erleben. Wie könnt ihr es erleben, obwohl wir ja nur per Videoübertragung verbunden sind? Das spielt bei meiner Art, wie ich mich der geistigen Welt zur Verfügung stelle, keine große Rolle. Durch mich und meinen Körper fließt die Licht- und Klangsignatur. Diese ist in meiner Ausstrahlung, in meiner Sprache, in meinem Ton, in meiner Lautstärke integriert. Ich muss es nicht wissen, wie es funktioniert. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Viele von euch haben mich schon live erlebt, waren bei meinen Vorträgen, bei meinen Workshops oder in einer Einzelsitzung am Telefon oder vor Ort. Ganz egal, wie wir verbunden sind, teilweise auch nur telepathisch, ich bekomme euch gespiegelt anhand meines Körpers. Ich übersetze, wie mein Körper reagiert, in euch schwingt etwas an und dabei können sich Trauma, Schocks, Blockaden und körperliche Symptome freischwingen. Hier und heute werde ich euch eine Art Vortrag geben, wie wir es erlebt hätten auf meinen Messen. Täglich gebe ich auf meinen Messen Live-Vorträge und demonstriere an Probanden aus dem Publikum. Nicht selten findet sich ganz viele Probanden, die sich behandeln lassen möchten. Ich sage dann immer, macht nichts, es kommt nur einer dran und ihr alle könnt euren Nutzen davon ziehen, wenn ihr wollt. Wieso? Dadurch, dass die Licht- und Klangsignatur sich genau dorthin begibt, wo es der Einzelne braucht, muss ich es nicht wissen. Ich stelle mich als Art Instrument für die geistige Welt zur Verfügung, das bespielt wird in meiner Art, wie ich mit euch kommuniziere, wie ich mit euch umgehe, ganz egal. Jeder Einzelne von euch, der sich erlaubt zu fühlen, meine Art Hilfe anzunehmen, der kann es ganz einfach tun, indem er seinen Vornamen und sein Geburtsdatum denkt. Dies ist für mich wie der Schlüssel für euch zum Tresor. Den zweiten Schlüssel. Ich habe den ersten. Ich stelle ihn euch zur Verfügung. Aufgrund der Veränderungen, die 2020 für uns alle mit sich bringt, ist es eben nicht möglich, an Live-Veranstaltungen aktuell teilzunehmen. Deshalb hier und heute die Einführung zu Beginn, damit ihr wisst, was euch erwartet. Und wie ihr dieses Video, diesen Vortrag nutzen könnt. Wie gesagt, jeder, der sich bereit erklärt, die Schwingung zu empfangen, mit dem Gesagten und dem Erzählten in Resonanz geht. Und das macht nicht der Kopf, das macht der Körper. Jedes Zipperlein am Körper, jedes Husten, jedes Niesen, jedes Kribbeln, jedes Zucken, alles sind Bestätigungen auf eine bestimmte Schwingung, auf eine bestimmte Aussage, die ich treffe. Das einfach anerkennen und wahrnehmen. Was macht es mit euch? Und in dem Moment kann sich schon in abgeschwächter Form die ganze gestaute Energie wieder ins Laufen bringen. Freischwingen nenne ich es. Also, alles in allem eigentlich ganz unspektakulär. Jeder, der dieses Video nur anschauen möchte,
braucht nichts tun, der schaut es einfach nur an. Auch für denjenigen, der sich zu Beginn nicht traut, kann sich das Ganze ja ein zweites Mal anschauen und sich dann entscheiden, ob er es danach zulässt. Dieses Video ist immer wieder abrufbar. Somit kann ich das Ganze auch jederzeit wiederholen. Nicht jeder geht mit meinen Aussagen immer in Resonanz. Das ist ganz normal. Es hat ja auch nicht jeder die gleiche Thematik. Deshalb werde ich ein breit gefächertes Portfolio aus meinen Erlebnissen, meinen Geschehnissen, teilweise Erzählungen von Hilfesuchenden, die mir begegnet sind, in ganz unterschiedlichen, zugefallenen Situationen oder bei einem speziellen Termin oder bei Einkaufen zwischen Tür und Angel. Ganz egal, alle Namen diesbezüglich sind verändert. Die sind in meinem Vortrag einfach frei gewählt, wie es mir die geistige Welt eingibt. Sollte eine Erzählung aus Zufall mal dem gleichen Namen entsprechen, ist es weder Absicht noch sonst etwas. Es ist einfach Zufall. Somit jeder Geschichte habe ich die Namen verändert, um euch einen flüssigen Vortrag zu ermöglichen und nicht um den heißen Brei herumzureden. Jeder der Beteiligten bekommt einfach einen Namen, außer meinen eigenen. Diesen behalte ich bei. Ich werde bestimmte Thematiken in eine Geschichte packen. Deshalb wird es Abteilungen geben, Unterüberschriften, damit ihr euch leichter zurechtfindet, solltet ihr auf eine ganz bestimmte Stelle zurückgreifen wollen. Somit die Einführung, damit ihr wisst, was auf euch zukommt, wenn ihr den optimalen Nutzen aus diesem gesamten Beitrag, der dem Lockout geschuldet ist, nutzen könnt. Wundert euch nicht, wenn ihr eventuell mit Muskelkater reagiert. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Muskelkater, es heißt, es werden Regionen belebt, in denen schon lange der Energiefluss unterbrochen war. Nicht jeder braucht es, nicht jeder hat es. Der eine oder andere hat es sehr heftig. Bitte nicht erschrecken, es ist alles gut. Sollte es bei euch eintreffen, denkt bitte daran, es geschieht eine Auflösung, ein Freischwingen eurer Thematik. Ganz oft sind die Themen, mit denen ihr zu mir kommt, nicht die wirklichen Themen, die oben aufliegen an der Zwiebelschale. Ja, die Zwiebel hat viele Schalen. Ja. Ihr und euer Geist, euer Ego oder Egon, wie ich ihn auch gerne nenne, der hat einen ganz speziellen Geist in sich. Er hat immer recht. Nur ganz oft versteckt sich das wirkliche Thema ganz woanders. Also wundert euch nicht, wenn ihr denkt, ihr habt das und das Thema, während des Vortrags ihr bei ganz anderen Passagen stark reagiert. Und wundert euch auch nicht, wenn eure Blase oder euer Darm mit euch spricht. Das sind Revierkonflikte. Das heißt, wenn wir ein Wort hören und es geht sofort auf die Blase, wundert euch nicht, ihr wisst ganz genau,
Hier wurde mein Revier angekreidet, eingeschränkt, wo auch immer das sein mag, ob das im Beruf ist, ob das im Privaten ist, ob es in der Familie ist, ganz egal. Überall und jederzeit können wir übergriffige Erlebnisse erfahren. Es muss auch nicht für jeden dasselbe gleich wichtig sein. Wenn du ganz persönlich eine prägende Erfahrung gemacht hast, mit der du gar nicht klarkommst, kann es für den Gegenüber eine Bagatelle sein. Völlig egal. Deine Körper-Geist-Seelen-Ebene reagiert und somit dein Körper. Je länger diese Disharmonie anhält, desto entscheidender und akuter wirst du darauf reagieren. Und das ist völlig egal, ob es sich um ein Revier handelt oder um eine andere prägende Erfahrung. Ich persönlich bin zu diesen Geschichten gekommen und zu diesem mittlerweile Lebensaufgabe durch eigenes Erleben. Gut 50 Jahre habe ich in meinem Leben all diese Erfahrungen mehrfach erleben müssen, damit ich irgendwann am tiefsten Punkt zur Erkenntnis gekommen bin, was wirklich dahinter steckt. Welcher Nutzen sich hinter all den Erfahrungen in meinem Leben verborgen haben. Und da gibt es ganz, ganz viele, die für den einen oder anderen schwerwiegend bezeichnet werden könnten. Sternenkinder ist eins meiner Themen. Ja, ich habe 3 Sternenkinder. 3 Sternenkinder und 3 Seelen, die jetzt bei mir sind, die mir helfen, die von der geistigen Welt aus, je nachdem, wie sie sich mit mir verabredet haben, und es ist meine Meinung, dass alles, was in unserem Leben passiert, auf Seelenebene ich schon abgesprochen habe. Ich habe es nur vergessen. Als diese Erkenntnis zu mir gekommen ist, konnte ich niemand anderen mehr verantwortlich machen. In dem Moment, als es in meinem Bewusstsein war, war es auch nicht mehr der große Angriff, der mir gegenübertritt, sondern was will mir dieses Ereignis erzählen? Welche Erfahrung liegt dahinter? Welchen Nutzen kann ich daraus gewinnen? All das sind die Fragen, die ich mir mittlerweile stelle, nachdem ich den langen Weg gegangen bin. Arbeitsspektrum, das ich biete, persönlich, per Telefon und seit neuestem per Workshop über Zoom oder Einzelberatung über Zoom an. Wer mit mir arbeiten möchte und einen Termin benötigt, ist die einfachste und schnellste Variante, sich über WhatsApp oder über meine Homepage-Seite anzufragen. Ich benötige einen Termin, der sollte so und so lang sein, und dann werde ich mich schnellstmöglich bei euch melden. Bitte ruft nicht auf dem Festnetz an, da ich viel unterwegs bin, werdet ihr hier keine Antwort erhalten. Über die Termine, die sind sehr wohl über Festnetz oder über Handy möglich. Ansonsten biete ich Live-Workshops bei mir zu Hause an
oder in der Zweigstelle in Kempten. Da für Personen, die von weiter her kommen, einfach eine Räumlichkeit, die ein Hotel mit sich bringt und besser zugänglich ist als an unserem Ort, sinnvoller. Auch in Kempten biete ich ab und an Live-Termine an. Das könnt ihr alles auf meiner Internetseite, auf meiner Homepage und seit neuem auch über Facebook verfolgen. Bis dahin wünsche ich euch eine entspannte und ruhige Zeit im Lockdown und wünsche euch einen wunderschönen Sommer 2020. Bis bald, eure Helene.